Hallo meine Lieben, da versteckt sich der Uwe gerade hinter mir. Nee, ich bin schon wieder da. Ja, heute ist wieder so schönes Wetter, dass wir ein bisschen draußen unterwegs waren. Ja. Und jetzt sind wir hier, da oben sieht man es glaube ich, da auch. Da beim Tierarzt, um Kira noch mal ein bisschen winterfest zu machen sozusagen. Ja. Oder? Ja. Habt ihr auch so schönes Wetter wie wir? Guckt mal, wie schön das aussieht. Ja. Ich freue mich. Ich auch. Ja, also vor uns ist noch jemand. So lange müssen wir hier warten. Da setze ich mich in die gemütlichen Sessel, wenn die Kira mich lässt. Aber die... Die sorgt dafür, dass es nicht klappt. Die fesselt mich immer, ne? Mit ihrer Rollleine. Ja. Wir wollten eigentlich einen kleinen Ausflug machen und euch dabei mitnehmen. Aber irgendwie sind die Busse heute nicht gekommen. Ja, keine Ahnung. Also bei uns, der Bus, der ist so unzuverlässig. Dann haben wir jetzt auch gesagt, komm, dann nehmen wir hier halt eine schöne Runde. Und gehen danach zum Tierarzt, solange der jetzt noch auf hat. Und dann ist alles schön. Ja, wir werden mal gucken, was wir heute noch so machen, Schatz. Hast du eine Ahnung? Also nachher müssen wir auf alle Fälle was essen. Ja. Du bist ganz dunkel. Lass euch überraschen. Der Uwe ist ganz dunkel. So besser? Nee. Ein bisschen. Vielleicht sehe ich es aber auch nur durch das Display so. So ist gut. Ja, guck mal, da ist der Uwe. Achso, die Kira hat euch noch ja nicht gezeigt. Da. Ja, meine Brille beschlägt wieder jetzt hier Pause gemacht, ne? Und schon beschlägt die Brille. Ja, so ist es nun mal, wenn man ein heißes Mädchen ist, ne? Okay, ich will euch ja nicht so unnötig voll quatschen. Wir sehen uns nachher wieder. Na? Na, jetzt haben wir die gehört. Ich kriege hier eine Spritze. Ich brauche keine. Doch, eine Tollwutspritze. Ja, fair. Und warum hast du schon wieder deine Heizung an? Ich habe die neue Masse. Oh, es geht los. Sagen Sie mal, junge Frau, was machen Sie denn hier? Futtern, wie bei Muttern. Futtern, wie bei Muttern? Wieso, bist du erst bei Muttern? Nee, aber in einem echt leckeren Restaurant. Jugoslawisch, wenn man das mal so sagen darf. Und bist du sicher, dass du essen willst, ja? Ich hab ja gerade bestellt. Ja, Hunger haben wir mitgebracht. Ja. Ach, wie süß. Danke. Keiner rennt hier hin und her, warum, weiß ich nicht. Ja, weil er uns hier Salz und Pfeffer gebracht hat. Aha. Genau. Also ich freue mich jetzt sehr drauf. Uwe hat was ich nicht aussprechen kann. War typisch jugoslawisch. Ich aber auch. Ich habe so eine Pustaplatte. Num, 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 num. Ja, also wir sind bei Jugoslawen. Ja, ich habe schon erzählt. Ach so. Wenn man das mal so sagen kann. Ja. Ja, die Kira ist hier unterm Tisch. Und ist ganz froh, dass er jetzt Fuß der Woche ist. Da ist er. Ja. Hat sie alle super überstanden. Ja, wir haben die Krallen schneiden lassen. Ja. Sieht das nicht geil aus? Ja, die das Spitze sieht da? Nicht geil aus. Die sieht das irre aus? So, sieht das geil aus? So, jetzt habe ich's. Okay. Okay. Was isst du denn da schönes? Für mich gibt es heute Salat. Ja, das ist sehr gesund. Mal sehen, ob ich die jetzt unfallfrei. Und tschüss. Sehr lecker. Ja. Habe ich auch sowas? Tatsache. Bei mir ist wenig drauf.
Ja, weil ich dir deine ganze Krug abnehmen musste. Ja, siehst du. Man, nun hat man einmal die Kamera in der Hand und schon ist der Teller leer. Halb leer. Bis dann. Ja, dann mein Schatz. Dann lass dir mal gut schmecken. Es ist super lecker, das Fleisch. Ja. Und alle ist super lecker, kann ich nur sagen. Nom, 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 nom. Der ist hier noch nicht so lange, ne? Nee. Mazedonische Küche. Und davor war kroatische Küche. Ja. Und ich habe hier mit Bratkartoffeln, Zwiebeln und Speck eine Seite und das andere ist Fleisch. Ja, Rindfleisch hast du. Mhm. So. So, und die Saufschrauben unter sich, ne? Ja, Sprittis. Wie heißt das Ding schon wieder? Koschkowatsch oder so? Lecker. Das, ja, Fall. Hauptsache schmeckt. Nicht lange schnacken, Kopf in den Nacken. Prost. Prost. Also der ist schon lecker, ne? Mhm. Der ging aufs Haus. Ja. Aber ich muss nachspülen. Das war super lecker. Ganz ohne Scheiß. Ne? Das ist hier eine neue Bewirtung. Also auch ein neues Restaurant. Hier war vorher ein Kroate drin. Und ja, das war schon sehr lecker. Dann hat der Kroate verkauft. Dann war nochmal ein Kroate drin. Aber das war ein bisschen merkwürdig. Also das fühlte sich so an, als wenn der so à la carte machen wollte. Mit Atomküche. Ja, ja. Okay. Also das hatte bei dem überhaupt nicht mehr geschmeckt. Und jetzt ist ein Mazedonier drin. Haben Uwe und ich gedacht, naja, versuchen wir mal, weil das hier gerade alles neu aufgemacht hat wieder. Und wir sind überhaupt nicht enttäuscht worden. Also es ist unfassbar lecker, oder Schatz? Ja. Was sagst du dazu? Stimmt. Sehr gut. Kann man weiterempfehlen. Ja. Kommt zu uns und wir zeigen euch, wo das ist. Krass. Ja, aber hier kann man jetzt wieder bedenkenlos das mal empfehlen, weil eine ganze Weile, ein paar Jahre, war das wirklich so, wo man das nicht weiterempfehlen konnte. Da freue ich mich jetzt sehr drüber. Ja, das wollte ich euch einfach nur sagen. Wir werden jetzt bezahlen und dann noch mit Kira ein Ründchen gehen. Genau. So, ich habe jetzt mir mal hier neue FFP2-Masken geholt. Die sehen ein bisschen anders aus, aber sind ja trotzdem FFP2-Masken, und zwar sehen die ja so aus. Nicht, die haben nicht mal so diesen Entenschnabel, sondern so. Weil die für die Brillenträger wohl besser sind. Kann ich jetzt persönlich nicht behaupten, weil meine Brille war genauso beschlagen. Aber was ich sagen kann ist, dass man hier an diesen Dingern unfassbar gut Luft bekommt. Weil die eben nicht so, keine Ahnung, die sind weiter weg vom Mund, wenn ihr versteht, was ich meine. Und ja, und die klemmen dir die Ohren noch nicht so weg. Setz sie mal auf, freiwillig. Das ist, man hat hier wirklich, das ist alle zu, aber Brille beschlägt, ne? Und ich kann hier richtig tief durchatmen. Also die sind echt toll, ne? Den Link habe ich euch mal unten in die Infobox gesetzt, wo ich die her habe. Wenn ihr auch ein bisschen freier atmen wollt, kann ich die wirklich nur empfehlen. So, ich bin mal unterwegs und war eben da drinnen bei Rewe. Hab da ein bisschen eingekauft. Und mal sehen, was wir noch so erledigen können. Ich muss noch ein bisschen was erledigen. Ich nehme euch immer ein Stück mit. So, ich bin jetzt in der Borsigheim. Und dachte, hier ist doch ein Teehaus. Jetzt kriegst du mal da, ob ich sowas für einen Teefilter, ob ich sowas kriege. Stell mal vor, Jungs, ich hab das. Das war nicht das, was wir hatten, aber ich hab das. Ich hab Berlin kennengelernt, ja.
nur wegen so einem Ding rumzufahren. Aber macht mal alles. So. Den anderen haben wir irgendwo verlegt. Ich weiß nicht wo. Und wenn wir die Kammer mal aufräumen, den gehbaren Wirtschaftsschrank, dann werde ich den auch bestimmt finden. Der ist bestimmt irgendwo runtergefallen und ich weiß das nicht mehr. Und wenn wir da richtig Inventur machen, dann finde ich den anderen auch. Haben wir zwei. Haben wir eine auf Reserve. Ja, ich bin wie gesagt hier in der Borsigschein. Da habe ich mein T-Sieb gekriegt. Das Rewe mit allerhand. Magoo, DM, Blume 2000, Zeitungsladen, Bäcker. Und das geht, hier kann man rumstromern und man findet allerhand. Also hier hast du immer Möglichkeiten, du brauchst nicht durch Berlin rennen. Fährst du hier, Borsigschein, da ist alles da. So, ich werde jetzt aber nur weiter nach oben fahren. Ich muss ja noch mehr erledigen. So, jetzt bin ich eine Etage höher noch in der Borsigschein. Hier oben sind schöne Restaurants. Da fährt der Fahrstuhl hoch und runter. Na, ist ja auch ein Ding. Man sieht das mal von oben. Aber geht noch eine Etage höher. Aber da geht jetzt nicht hoch. Ah, da ist eine Nunana. Da muss ich nochmal rein. Da ist Schnulli. Ich bin jetzt drinnen bei Nunana. Aber ich darf hier wirklich nicht füllen. Ah, Edeka. Edeka sag ich, Ikea. Mhm. Da hinten auch. Da oben kann man schön sitzen. Restaurants. Hier auch. Hier ist auch ein Fitnessstudio drin. Klamotten kannst du hier kaufen. Ist alles da. Sitzgruppe zwischendurch. Da unten könnt ihr Deckenkuchen, Kopfkissen, alles sowas. Alles nur billiger Schnulliges. Billig von billigen. So, hier. Klamotten könnt ihr mehr als genug kaufen. Geht in eine Borsigschein und ihr könnt Klamotten kaufen. Welche Markt ist auch da hinten? Alles da. Da war ich auch jetzt, was da zu sehen seid. War ich schon drinnen bei Lidl. Das war früher mal, hat hier auf die Ecke Netto gestanden. Netto haben sie abgerissen und davor hatte Lidl gestanden, aber kleiner. Und jetzt haben die sich richtig vergrößert, das neue Offizio. Das richtig große Ding. Alle Wetter, sieht richtig gut aus. Ja, und ich hab da noch ein bisschen was. Viele Jury geholt. Ja, das war heute mal mein Tag mit Rumstromern. Ich habe nicht alle gekriegt, was ich kriegen wollte. Aber macht nichts. Gibt da noch mehrere Tage. So, wenn wir uns sehen, dann sehen wir uns erst zu Hause wieder. Ja, wer ist da denn? Eine Kindermutter. Und wer ist da denn? Ein Uwe-Schatz. Ja. Einmal durchpicken. Endlich haben wir wieder ein D-Ei. Ein Tierfilter. Tierfilter. Ja. Da kann man dann die Größe verstellen vom Auge. Da kann man bestimmt auch Schuhcreme dran schmieren, oder? Wenn man sich das ans Auge hält. So. Ja, wollt ihr den Clean Hole sehen? Oder hat der Uwe gezeigt? Nee, habe ich nicht gezeigt. Hast du nicht gezeigt? War. Bei Lidl, war, ne? Ja. Ja. Wollt ihr den sehen, dann zeige ich euch den schnell, im Schnelldurchlauf, hier aus der Hand raus, quasi aus dem Ärmel geschüttelt. Oder der Uwe macht mal den Haul. Ja, einmal Milchschnitte. Ja, da sind 7 Milchschnitten drin, die haben wir ja ewig nicht gehabt. Nein, dann haben wir Vanille. Was Vanille? Joko. Ich dachte, du musst das auch in die Kamera halten. Ihr müsst das hinlegen.
Kannst du es nicht näher zeigen? Okay, ja. Von Grand Dessert, ja. Vanille, zweimal. Ja, und dann einmal dasselbe von Schokolade mit Schoko. So, hier Leute, ne? Ich muss dem Uwe zeigen, was er machen muss. Ja, sehr lecker. So, ich neige. Kaffeesahne. Wie viel Prozent Fett? 7,5. Also, haben wir schon gesagt, dass es von Lidl ist? Nee, jetzt ist es von Lidl. Okay. So, dann haben wir Duplo mit weißer Schokolade. Nom 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 nom. Duplo mit Mandeln, ne? Ja. Limited Edition, oh, ja. Also vor allen Dingen so ein Superpack, ne, mit 18 Dingern, und zwar Wintermandel steht hier drauf. Ja. Da mit, ja, auch in weißer Schokolade, ist mit Zimt wieder? Bestimmt. Keine Ahnung, kann ich hier drauf, kann ich hier drauf nicht sehen. Dann haben wir noch Milch. Nee, ja, Milch. Milchdrink, ja. Ja, Milchdrink. Vanille. Mhm. Da bin ich auch mal gespannt. Davon haben wir 4 Stück. Aha. Sehr lecker. Ja. Super. Und dann habe ich, ach, hier noch. Creme-Joghurt. Von Milbona. Ja. In der Geschmacksrichtung Pfirsich-Maracuja. Ja. Mhm. Dann habe ich noch Antennenstecker. Auch bei Lidl? Nein. Das war, na, schräg rüber ist B1. Aha, aus dem Baumarkt. Aus dem Baumarkt. Eine IEC-Buchse. Aha. Ja, für Antenne. Für unser komisches Dings da, ne? Dingsi-Dongsi. Ja, Antennenkabel. Was hast du da denn jetzt wieder? Ein Blumentopf. Ein leeren Blumentopf. Ja, ein leeren. Voll laden. Was kommt da rein? Da kommt hier in diesen Topf. Oh, ein Übertopf. Ein Übertopf. Aber warum hast du denn nicht gleich alle gleiche Übertöpfe geholt? Ja, weil erstmal hatten sie ja nicht. Oh, was hat der gekostet? Was hat der gekostet? Und welche Größe ist das? Das große noch. Kann ich nicht erkennen. Was der gekostet hat? Ja, kann ich nicht erkennen. Sehe ich nicht. Kannst du kicken? Pass auf, da ist alles noch drin. Die Erde hoch. Die Erde hoch? Also ist auf jeden Fall 17 Zentimeter groß, und ein Preis steht hier nicht dran, Schatz. Nee, das hat doch, glaube ich, das ist nur so eine, hier diese Nummern stehen da halt dran. Ich glaube, 2,70 hat der gekostet. Ja, naja. Und da kommt unsere selbstgezüchtete Efeutute rein. Weil wir haben ja von unseren Efeututer, also dass sie überhaupt überlebt hat, ne, das macht uns schon ganz stolz. Wer es nicht weiß, wir hatten vor 2 Jahren oder was? 3. 2 oder 3 Jahren braucht ihr nur mal bei mir auf dem Kanal in der Suche eingeben, Efeututen oder Trauermücken oder irgendwas. Ja. Eben Trauermücken. Und diese Trauermücken, die haben uns alle Pflanzen im Wohnzimmer zerstört. Ja. Die wir halt hatten. Also wir haben die so oft ausgespült und Erde gewechselt, und dann haben wir sogar, glaube ich, auch Ceramis oder Tonerde genommen oder irgendwas. Ach Gott, das war Ceramis versucht, hat ohne angeholfen. Nee, alles nicht gefruchtet, die waren halt kaputt. Und da hat der Uwe sich gesagt, bevor die jetzt ernst den Arsch zu kneifen. Ja. Und schneide jetzt ab und zischte welche. Und mach Ableger. Lass sie nochmal wurzeln, genau. Und also, wir haben die natürlich aber erst so richtig rausgeholt. Die Erde, richtig in der Erde rausgeholt. Ja, als die ganzen Pflanzen weg waren, ne? Ja. Nicht, dass die neuen Pflänzchen jetzt auch direkt angegriffen werden. Wir haben auch neue Töpfe genommen. Und das, was wir da jetzt haben, das sind halt quasi die Kinder von diesen von der Mutterpflanzen. Ermordeten. Ja. Efeututen, genau. Und die sind unfassbar toll gewachsen. Ja. Und jetzt haben wir irgendwie. Ist das so lang geworden oder was? Uwe, ja, auf jeden Fall nochmal. Zu lang geworden, da habe ich gedacht, ach, schneidest du ab. Ja, nochmal. Machst du Wasser drin und dann. Einen Ableger gemacht, und ja. Gewurzelt, wie verrückt. Wie verrückt, und das kommt jetzt da in den Topf drin. Kommt jetzt, ja. Ja, hast du ja schöne Sachen gekauft. Hast du noch mehr gekauft, Schatz? Nee, das reicht.
Dann reicht das für Kira gar nicht mit überhaupt. Nein. Oh. Die Kira hat gesagt, sie will jetzt nichts fressen. Ja, genau. Muss ja ohne Zwanzig was fressen. Ne? Ja. Na gut, dann werden wir das mal wegräumen und dann schauen wir mal. Schauen wir mal, Johann Zaun. Erzähl mal was Schönes. Was ist dir denn so passiert unterwegs? Tja, also passiert ist mir gar nichts. Zum guten Glück. Ja, ist keine Reifenpanne. Oh, das ist aber was Seltenes. Ja, ja. Meistens kommt der Uwe ja direkt mit einer Reifenpanne. Ich habe aber nicht alles gekriegt, was ich haben wollte. Aber das hast du ja nicht gekriegt. Das kann ich dir nicht erzählen. Ich kann ja auch schweigen. Das zeigt von meiner Lehrerin gelernt. Aha, von deiner Lehrerin hast du Schweigen gelernt. Ja, ich soll nicht mal so frech sein und soll überschweigen. Und ich gesagt, das ist gut. Aber das hat dafür nicht war so der Unterricht immer ganz so gut. Das hat nicht so gefruchtet, ne? Ja, manchmal doch. Also Leute, das hat nicht gefruchtet, das kann ich euch wirklich bestätigen. Mein Liebling. Ja, wenigstens habe ich nicht alle die gekriegt. So. Schade. Die Kira liegt hier, die ist wieder ganz geschafft von unserem Ausflug. Und jetzt ist ja Fuß des Monats. Und ja, da muss er natürlich auch ein bisschen schlafen, was ja auch völlig in Ordnung ist. Ja, ja, na gut, also du wirst dann wahrscheinlich mal, wann machst du denn die Antenne? Am Wochenende oder heute mal noch? Sehen, oder? Mal sehen. Okay, das werdet ihr also nicht sehen. Nö. Ja, und ich habe hier... Da muss ich jetzt runter in den Keller, muss ich erst holen, habe ich keine Lust. Ich habe hier auch was gewerkelt, aber das kann ich euch leider nicht zeigen, weil das ist ein Geschenk. Kannst du was sagen. Nein, das ist ja ein Geschenk. Und das kann ich euch leider nicht sagen, weil der Betreffende, der dieses Geschenk bekommt, guckt meine Videos. Deshalb, aber ich war halt nicht ganz untätig und habe auch was fertig bekommen, ja, was ich fertig bekommen wollte. Da bin ich ziemlich glücklich drüber, das kann ich dir nicht sagen. Pass mal auf, Herr Fröhlich, ja? Wenn Sie mal nicht komisch hier. Ich weiß es. Ja. Ich kann es ja euch sagen, aber ja, ich du kannst aber auch mal. Ich schweige. Ja, genau. Beweise mal, dass die Lehrerin dir was beigebracht hat. So, und dann möchte ich, ihr wart ein bisschen schräg, und dann möchte ich mich einfach nochmal für, ja, für all die lieben Nachrichten bedanken, die ihr mir über das, oder uns in dem Fall, über das Community-Handy schickt. Also, wir freuen uns ja über jede Nachricht. Jetzt ist die Frage aufgekommen, wie gesagt, ob man auch mal telefonieren könnte oder so, und da muss ich ganz klar sagen, nein, die Zeit habe ich ja gar nicht. Nee. Das würde einfach den Rahmen sprengen, wenn ich jetzt auch noch telefoniere. Also man könnte durchaus vielleicht mal, ja, keine Ahnung, einen Aufruf starten, wer möchte gerne angerufen werden und das mal für ein Video oder irgendwas machen, so ein Call. Wie nennt sich denn das? Call, Call You oder... Naja, einfach so eine Videoreihe draus machen, dass man mal mit euch ein paar kurze Sätze spricht und euch überrascht, weil keiner weiß, ob er angerufen wird oder nicht. Das könnte man durchaus mal machen. Aber zum Plauschen und Austauschen, da haben wir die Zeit nicht. Also auch wenn wir das gerne machen würden, ne? Ja, das stimmt, aber die Zeit fehlt. Nee, die eigentlich. Ich bin schon froh. Ich bin schon froh, wenn ich mit dem Beantworten hinterherkomme. Ihr wisst ja, Rentner, die haben nie Zeit. Ja, super. Und ich kann nicht telefonieren. Okay. Und meine Frau hat keine Zeit für sowas. Nee. Die ist zwar kein Rentner, aber ja, ich habe jetzt euch keine Zeit. Genau. Jetzt ist ja so. Ja. Also, und das ist auch nicht böse gemeint, auf Nein. gar keinen Fall. Also grundsätzlich würde ich immer gerne mit euch telefonieren, aber da habe ich keine Zeit für, Leute. Da muss ich los. Ja, und tschüss. Der Uwe und ich haben uns noch gar nicht ordentlich von euch verabschiedet. Aber das werden wir gleich nachholen. Aber erstmal möchte ich euch natürlich zeigen. Es ist dunkel. Hallo. Ich guck mal, wer noch da ist. Ja, also ihr seht es, der Uwe und ich, wir sitzen auf unserem Versammlungsplatz. Jetzt stelle ich euch mal hier hin. Und hoffe, dass ihr da gut steht. Ja. Ja, setz dich mal vernünftig hin hier, ey, und nicht wie so ein Jahr bei Skyrim.
Ja, Fernseher ist an, weil ich gerade ein Video gekickt habe, aber ist ja nicht so schlimm. Nee, gerade die Hand vor, so. Ihr könnt da nicht kicken, was gerade läuft. Ja, also ich kann nur sagen, das war heute echt ein wunderschöner Tag. Mir hat der sehr gut gefallen, vor allem war er heute mal extrem lecker. Ne? Ja. Weil der Uwe und ich, wir gehen jetzt nicht so oft außerhäusig essen. Nee. Dann ist das schon immer ein Highlight für uns. Ja. Und ich esse so gerne jugoslawisch und deshalb ist das so ein Doppel-Highlight für mich gewesen. Und das war ultra lecker. Sehr gut geschmeckt. Ja, es hat zwar, ich würde schon normale Preise sagen, aber... Ja gut, man darf es nicht in D-Mark umrechnen, ne? Dann sind stabile Preise. Ja, das stimmt, naja. Ja, aber es ging dafür, dass er neu aufgemacht hat und alles, wartet schon. Die Preisklasse in Ordnung. Ja. Ja, also von früher, als da noch der Kroate drin war, da sind wir immer sehr gerne hingegangen. Da haben wir auch jedes Jahr unseren Hochzeitstag zur Irwin-Teil waren wir da. Ja. Aber der ist dann irgendwann so krank gewesen, ne? Ja, und dann hat er das doch sein gelassen. Dann hat er seinen Sohn übernommen. Und das war gar nichts. Das war richtig. Der hat doch nicht lange gemacht, der war auch zu. Ja. Und jetzt ist halt ein Mazedonier drin. Sagt man Mazedonier? Makedonier? Keine Ahnung. Macke, weiß nicht, ob der eine Macke hat. Oh Gott. Aber. Wie dem auch so ist, war unfassbar lecker. Die Kira hat halt ihre Füße auch wieder schön, die war bei der Pediküre. Ja. Wir haben schöne, frische, sonnige Luft geschnuppert, war auch sehr schön. War ein schöner Tag. Das war ein rundum schöner Tag. Schöner Tag, auf jeden Fall. Ja. Ich war schön unterwegs. Ja, das kommt auch noch dazu. Ja. Uwe hat uns endlich wieder einen Teefilterhalter besorgt, weil er den anderen. Es war aber ein schönes Wetter gewesen heute. Keine Ahnung. Also das kommt ja ziemlich oft hier im Hause fröhlich vor, dass der Uwe irgendwo was hinlegt, wo nicht hingehört und dann findet es keiner mehr wieder. Ja, und wenn man dann Frühjahrsputz macht, denkt man, ach, hier ist es. Ja. Naja, aber wer weiß, was mit diesem Teefilterhalter passiert ist. Und ich mag nicht so ein Teesiebe. Gab ja auch so Teesiebe. Ja, habe ich auch nicht genommen. Habe ich wohl gesehen. Ja, kann ich mich mit diesem Metallhalter nicht so anfreunden. Ich habe da lieber diese biologischen, abbaubaren, hauchdünnen Teefilter. Die Töten sind doch viel besser. Ja. Der kriegst du nicht aus dem Tee-Sieb, kriegst du das nie richtig raus. Ja. Und irgendwann sieht es unansehnlich aus und alles. Ja, nee, das ist schon ganz gut, finde ich. Ja, dann nochmal ein Reminder, ne? Weil heute Abend, die private Anfrage kam, dass jemand auf einen Live-Maskenmontag hofft. Safe, am nächsten kommenden Montag werden Uwe und ich einen Live-Maskenmontag um 19 Uhr machen. Und wir freuen uns auf euch auf jeden Fall. Thema haben wir uns immer noch nicht ausgedacht, aber... Lasst euch überraschen. Es kommt, was kommt, ne? Also über irgendwas quatschen wir schon. Mal sehen, ob wir irgendwas Spezielles haben, was alle Mann interessiert, was aktuell ist und genau. Ja, da freue ich mich auch schon drauf. Also wie gesagt, ich habe noch keine Erinnerung gemacht, weil ich das einfach noch zu früh finde. Wenn dann das bei den Videos wieder nach unten fällt, ist ja auch Quatsch. Ne? Also ich mache aber auf jeden Fall in der Erinnerung rein, dass ich diesen Stream halt mache und da könnt alle, die sich darauf freuen, dass der Stream halt kommt. Auf jeden Fall. Ne? Ja. Ja, also so ein halbes Stündchen machen wir da zusammen und quatschen ein bisschen und tauschen uns aus. Und der Uwe und ich machen halt eine schöne Maske. Und wenn ihr Bock habt, macht ihr halt auch eine Maske. Ihr müsst mit. Eine mitmachen. Genau, so. Ihr müsst. Wir kommen und überprüfen es. Wir verlangen die Bilder. Genau. Na gut, also bevor wir euch jetzt aber komplett schwindelig quatschen, hier übrigens nicht beim Maskenmontag, da ist nur einem aufgefallen, was ich zu dir gesagt habe. Was denn? Mit dem Haar hier. Ja? Ja, dass du eine Nase am Haar hast. Das ist nur einem einzigen aufgefallen, voll lustig. Das war jetzt einfach mal so off-topic, ihr Lieben. Wir, der Uwe und ich, sagen jetzt einfach, was wir immer sagen und beenden dieses Video jetzt rucki-zucki, ne? Also, na, seid frech, wild und wunderbar. Bis dann, Mann. Tschüss, mein Lieben. Bis
bis zum nächsten Video. Tschüss. Ja. Kann man das sehen? Ich habe immer so Krüppelherzen. Dein Herz ist ja nicht normal. Ja. Tschüss. Ciao.